glaube, das war jetzt das 40. Foto. Nein, er ist 37. Okay, da lag ich jetzt falsch. Da lag ich jetzt richtig doll falsch. Oh, hier ist auch noch ein kleines. Ja, okay, dann machen wir den kleinen Abstecher. Besser, als ihn dann im Nachhinein machen zu müssen. Ah, wenn ich da zuerst bin, zählt das anscheinend. Okay, was finden wir hier? Eine alte Münze. So nichts wirklich Brauchbares. Wäre auch zu schön gewesen, hätten wir hier jetzt etwas gefunden. Okay, hier haben wir noch einen Katzenfreund. Aber gucken wir uns erstmal den Archiv an. Tagebuch eines Jungen, der Überfall. Robert schüttete mich mitten in der Nacht wach und sagte, wir müssen sofort aufbrechen. Ich war noch schlaftrunken, hatte keine Ahnung, was passiert war. Aber ich stand mühsam auf und stolperte ihm hinterher. Hinter uns hörte ich Schreie und etwas, was sich wie Monster anhörte. Aber ich drehte mich nicht um. Ich konnte nicht. Erst als wir endlich weit genug weg waren, um durchzuzählen, wurde mir klar, dass über die Hälfte von uns zurückgeblieben war. Das ist so traurig. Dein Mitleid kommt reichlich spät. Trotzdem. Ja, das findest du bestimmt toll. Ja, Katze streicheln ist immer toll. Ich find's eh cool, wie viele es gibt. Mittlerweile ist das Haus ja auch ziemlich voll. Es scheint kein Ärger zu drohen. Fast langweilig, oder? Solange ja, wenn die Schwebende, die, auf dem Rücken schläft, finde ich immer noch am besten, wenn ich ehrlich bin. Dort vorne ist unser Ziel. Die hat schon was. Okay, ich habe keinen von den Kleidspross. Kann ich welche herstellen? Kleidskerne habe ich dann auch keine gefunden. Aber ich kann meinen Beutel einmal upgraden. Das ist doch schon mal was. Und ich kann 3 Heiltränke herstellen. Naja, besser als nichts. Da kann ich gleich ein bisschen Magie. Nein, ich habe nichts davon gemeistert. Das ist doof. Ich hab's mir anders überlegt. Ich will weiterschlafen. Wie sind wir schon auf? Los geht's. Ja, das sagst du nur, weil du nicht weißt, wie bequem das Bett war. Ha! Was? Es klappt immer noch nicht? Konzentrier dich, Frey. Wir brauchen große Mengen an Gegnern. Oder welche, wo ich explizit... die anfällig gegen mich sind. Leider haben die Bewohner das längst aufgegeben. Ob da noch jemand drin ist? Falls ja, ist dieser jemand kein Mensch mehr. Sei nicht undankbar. Hier noch ein Archivment. Die Belagerung Visorias. Die letzte Niederschriften eines Mannes, der mit ansah, wie seine Eltern den wahnsinnigen Kradun zum Opfer fielen, die sein Dorf angriffen. Nach dieser Tragödie scheint er sich zunächst in Sicherheit gebracht zu haben, nur um darauffolgenden Chaos festzusitzen. Seine Worte sind hoffnungslos. Und das aus gutem Grund. Er beschreibt, wie er die schrecklichen Todesschreie seiner Eltern immer noch hört, obwohl der Buch sich bereits auf sein Versteck zubewegt. Eieiei.
Du musst deine Taktik anpassen. Ich will gar nicht wissen, wie das ist. Wenn es die Sache beschleunigt. Stimmt irgendwas nicht. Kehr lieber um. Natürlich nur, wenn du willst. Toll. Viel. Okay. Ich höre gerade, wie sich so ein Gewitter anbahnt. Ja. Ja. Okay, ich guck erstmal, ob ich das fette Viech hier irgendwo findet. Das würde mich nämlich sehr interessieren. Ob das hier irgendwo ist. Achtung! Ich würde es gerne noch einmal herausfordern. Aber ich glaube nicht, dass ich das Glück habe, um eins finden, oder? Na, sieht nicht so aus, als ob ich das Glück hätte. Okay, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Und den hätte ich jetzt schon gerne herausgefordert. Naja, das nächste Mal. Dann legen wir uns fürs Erste erstmal hin. Weil ohne den Boss brauchen wir den Albtraum nicht. Besonders nicht, wenn ich das hier alles erkunden möchte. Wie gesagt, das Ziel ist die dritte Tante. Nichts dagegen. Du bist zu nah, verflixt noch eins. Nicht meine Schuld, dass die mir immer auf die Pelle rücken. Alles klar. Eine Herausforderung wäre schön. Okay, perfekt. Das letzte. Den letzten haben wir damit besiegt. Okay, nochmal den letzten. Oh, hast du Angst, du könntest einen Kratzer abkriegen? Dort vorne ist unser Ziel. Das wird lustig. Bist du bereit? Ja, 4 von 5. Mhm.
Gleich kommt ein Knaller. Okay, mehr gleichzeitig besiegt. Diesmal habe ich mich echt voll reingehängt. Ja, eine annehmbare Leistung. Wow. Bisschen zusätzliche Magie. Und wir gehen jetzt hoch zur Gilde. Klarheitskranz. Ein nützlicher Fund. Klarheitsspross, oh, okay. Dazu noch eine Quälerei. Echt motivierend. Oh, komm schon. Oh ja. Das hat gesessen. Ich dachte dir auch, ja. Das ist gerade deine Seele leidet. Genau so ist es. Und weiter geht's. Das Mittel scheint seinen Zweck zu erfüllen. Hoffentlich. Schmeckt nämlich echt. Meine Spezialität. Gleich gibt's aufs Maul. Okay, was haben wir hier? Okay, er ist auf jeden Fall nicht der Letzte. Die waren es leider. Oh, das war heftig. Nun ist es überstanden, wie es scheint. Wie es scheint? Ist ja super. Okay, was hätten wir hier noch? Nichts. Hoffen wir, dass es dabei war. Absolut gar nichts schon wieder. Okay, das können wir machen. Tornado-Hieb. Okay, das können wir mitnehmen. Nein, das sollte echt gar kein Problem sein. Immer noch besser als nichts. Okay, am besten einmal den hier. Und jetzt entferne ich erstmal. Das mit dem Schaden ist eigentlich das Leichteste. Hier mit den Albträumen und letzten Gegner. Das sind beides Sachen, die nicht so leicht zu erfüllen sind. Ja, was heißt nicht so leicht? Man braucht halt gewisse Umstände dafür. Hui, sieh mal einer an. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, was haben wir denn noch alles zu mitnehmen? Kleine Fische. Soll mir recht sein. Oh. Okay, natürlich hat es nicht die ganzen restlichen getroffen. Wäre auch zu schön gewesen, wenn es geklappt hätte. Okay, ersten fangen wir die nächste Katze ein. Hier steckt sicher eine der coolen Katzen. Hier.
Welche kriegen wir denn diesmal? Dieser genervt aus. Hab ich nicht schnell genug gebückt. Warum musst du nur herumlaufen und Ethias Katzen verärgern? Ich will auch gar keine Katzen verärgern, ich will sie fangen. Geh mal sehen, ob wir uns diesmal ranschleichen können. Ja, und streicheln. Die Katze mit den Ziegenhörnern. Oh, sie mag mich. Wunderbar. Einfach toll. Sie heißt Sestion. Oh, Sestion ist ein Bibliothekar oder Thekarin. Ich sag mal, dass es ein männlicher Name ist. Ich hoffe, ich liege jetzt mal nicht falsch. Das ist noch ein gutes Stück, oder? Okay, wir haben noch eine Aufgabe jetzt. Mal sehen, wie die läuft. Mal sehen, was das für eine ist. Was zur Hölle soll das? Ich bin nicht ganz sicher. Sei vorsichtig. Ich behaupte jetzt einfach mal einen Boss, weil hier keine Festung in der Nähe ist. Hurtig Hang abwärts. Willkommen zu einer Version dessen, was einst das innere Visoria war. Um die Nachricht von Erscheinen der Gebrochenen zu überbringen, muss Frey den angegebenen Zielort erreichen und unterwegs Feinde besiegen. Erreiche dein Zielort, bevor die Zeit abläuft. Ah, es ist wieder ein Rennen. Ja, dann machen wir ruckzuck. Okay, und los. Bereit? Ich mach einfach mal drauf los. Okay, für bergab behaupte ich jetzt einfach mal, dass das mit dem Laufen besser ist. Oh, Alter. Da habe ich hier. Das ist noch nicht, hat noch nicht mal angefangen und ich habe schon einen Schlag kassiert. Ja, kommt mir irgendwie sinnlos vor. Okay, damit haben wir wenigstens ein paar getroffen. Da müssen die Biester schon früher aufstehen. Hoffen wir, dass sie nicht zu früh aufstehen. Okay, mit bergauf ist es mit dem Tänzeln besser. Okay, perfekt. Bonus mal 2. Diesen Kampf musst du vermutlich schnell über die Bühne bringen. Ja, kein Stress. Ah! Als. Ich muss echt ein bisschen besser aufpassen. Wenn es so weitergeht, kriege ich noch nicht alle Punkte. Okay, wir haben ein paar von denen. Diesmal habe ich mich echt voll reingehängt. Ja, unangenehme Leistung. Wow, du weißt, wie man Leute motiviert. Puh, die Landung war fast. Ich bin echt. Hat es gereicht. Ja, nicht schlecht. Ich sollte mich wohl öffnen. 4, 5, perfekt. Und großer Ast, ja? Ja, jetzt brauche ich den nicht mehr. Aber hey, wir haben es perfekt geschafft. Jetzt gehen wir zum Foto, zum Laden und dann zur Quelle.
Okay, wir haben 655. Ich habe fast mein Ziel erreicht. Also ich glaube, ich krieg sogar 800 hin, bevor ich bei der Tanta bin. Das wird genial. Oder bis dann, bevor ich sie besiegt habe. Okay, 38. Noch zwei Fotos. Nice. Okay, da ist ein Geschäft. Ich glaube, wir sind fast da. Ich bin super. Nee, das finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Fast da, oder? Meine Augen, eine liebende Seele hier draußen. Willkommen in meinem Kuriositätengeschäft. Spricht der Zombie etwa? Eine nette Abwechslung. Seine Artgenossen sind ja eher unfreundlich. Okay. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass es ein Zombie ist. Hallo, Herr Bruchzombie. Lass dich von meinem gruseligen Äußeren nicht täuschen. Ich bin ein Mensch, wo es zählt. Es ist nicht nett, andere in Schubladen zu stecken. Sorry, Sir. Nichts passiert. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich kriege nicht oft lebende, atmende Besucher. Haha, willst du dir nicht etwas gönnen? Meine Stücke wirken auf sehr belebende Weise. Ach ja? Du willst mir einfach eins schenken? Tja, wenn du im Gegenzug etwas Tand für mich hättest. Ich hab nur so eine Münze. Oh, altes Geld aus Ethia? Ja, nehme ich gerne. Nun, was willst du dafür? Welcher meiner Schätze gefällt dir am besten? Ich nehme alle. Oh, es ist teuer. Ich habe nichts gesagt. Oh, ich habe jetzt voll erwartet, dass ich alles kaufen kann. Oh, was ist das denn? Okay, Mana aus großem Umkreis sammeln. Kannst du vorübergehend Effekte erwerben, die dir im Kampf nützlich sind, in denen du dich schlafen legst? Okay, Fertigungsgefäß. Dann kannst du bei der Fertigung natürliche Rohstoffe eine andere Gestalt geben. Das ist cool. Kompass. Wow, das ist richtig cool. Kann ich neue Umhänge und Halsketten herstellen? Oha, oha, das ist alles cool. Jetzt mit dem Lager sammeln ist schon cool. Genauso mit dem Rohstoff. Aber das Nähzeug, ich glaube, das ist schon ultra. Ich bräuchte wieder 62, um das beides zu machen. Ah, ich kann... Ja... Neue Umhänge und Halsketten herstellen. Okay, dann ich nehme die beiden und das mit den Ketten mache ich später. Ob das eine gute Idee ist, nicht, dass ich jetzt so wirklich super starkes Zeug herstellen könnte. Dafür bräuchte ich halt wieder Ressourcen.